Das Tor funktioniert, die LEDs funktionieren. Hier seht ihr die Animation dafür, dass das Tor in Bewegung ist. Das Tor ist jetzt offen, insofern sollte sich die LED-Leiste jetzt komplett in Rot füllen. Tut sie auch, wechselt jetzt drüber in Grün und anschließend erscheinen oben zwei LED-Spots in Weiß, die eben noch die Einfahrt hier beleuchten sollen, damit man eben das Grundstück hier auch sicher verlassen kann im Dunkeln. Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder zum Thema Home Assistant und zwar möchte ich mir heute mit euch einmal gemeinsam ansehen, wie man ein Garagentor smart machen kann. Die Grundvoraussetzung dafür ist natürlich ein Garagentor-Motor, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, da gehe ich davon aus, der ist vorhanden. Aber in der Regel sind diese nicht ohne weiteres in Home Assistant zu integrieren. Man hat vielleicht einen Taster da dran, man hat vielleicht eine Funkfernbedienung dafür, aber in der Regel war es das. So, und um jetzt dieses System in Home Assistant zu integrieren, bietet sich am einfachsten meines Erachtens der Taster an. Denn der Taster muss irgendwo am Motor angeschlossen sein und dieser Tastendruck lässt sich dann wunderbar von Home Assistant simulieren und zwar mit so einem Relais. Wie ihr seht, ich habe hier schon einen kleinen Prototypaufbau vorbereitet. Ich erkläre euch mal eben kurz, was ich mir hierbei gedacht habe, worum es sich hier handelt. Und zwar, wie gerade schon erwähnt, als erstes, wichtigster Punkt, wir müssen den Tastendruck simulieren, damit wir das Tor auf- und zufahren können. Dafür das Relais. Wenn wir jetzt unterwegs sind, müssen wir wissen, ist das Tor auf oder ist das Tor zu? Denn, wenn ich den Taster drücke und das Tor ist geschlossen, fährt es auf. Ist es aber offen und ich drücke den Taster, wird das Tor geschlossen. Heißt, von unterwegs kann ich ohne diese Information gar nicht beurteilen. Öffne ich jetzt oder schließe ich jetzt das Tor? Also brauchen wir hier solche Read-Kontakte. Eine Seite davon kommt ans Garagentor, die andere ist am Anfang und am Ende des Torfahrweges montiert. Und somit wissen wir, ist das Tor geschlossen, ist dieser Kontakt geschlossen, also kann der Sensor ausgeben, Tor ist zu, weiß ich, wenn ich drücke, geht das Tor auf. Und ist das Tor offen, ist dieser Kontakt auch offen, also ja. Ne? So, also wir können den Tastendruck simulieren und wir wissen, ist das Tor auf und ist das Tor zu. Und dann habe ich mir gedacht, wenn wir jetzt schon einmal dran sind und eh am Garagentor rumbasteln, dann kann man das Ganze auch optisch direkt ein bisschen aufhübschen. Denn einige bei uns auf dem Discord haben mir immer wieder das gleiche Video geschickt und haben gesagt, hör mal, kannst du dich nicht da mal dran setzen? Können wir das nicht auch in Home Assistant umsetzen? Und dabei geht es um eine Garagentorbeleuchtung. Viele von euch haben das Video sicherlich schon mal auf YouTube gesehen. Ich blende hier mal kurz einen kleinen Ausschnitt ein. Dabei handelt es sich um eine animierte Garagentorbeleuchtung. Diese basiert aber in allen Fällen, die ich bisher gesehen habe, auf I.O. Broker und WLED. Da ich jetzt bei diesem System aber eh schon auf ESP Home setzen wollte, habe ich mir gedacht, ESP Home kann LEDs, kann Animationen, also setzen wir das Ganze doch direkt komplett auf ESP Home um und das Ganze nach Möglichkeit auch direkt autark. Und genau das war mein Ziel und ich glaube, das habe ich auch erfüllt, denn mein System hat alle Automatisierungen jetzt auch auf dem D1 Mini. Das heißt, wir brauchen keinen I.O. Broker, wir brauchen keinen Home Assistant. Wir bauen dieses System zusammen, flashen die Software auf den D1 Mini und es läuft. Wer das Ganze jetzt also noch aus Home Assistant benutzen möchte, kann das natürlich tun. Der muss dann einfach nur dieses ESP Home Gerät als Integration einfügen und hat dann Zugriff auf die Sensoren, kann die noch in weiteren Automatisierungen verwenden. Man kann natürlich genauso gut auch auf den Schalter für das Relais zugreifen und dementsprechend das Tor auf- und zumachen, es somit dann vielleicht noch an Alexa anbinden oder was man eben möchte. Aber der Clou an diesem System hier ist, ich baue die Platine zusammen, flash die Software drauf und habe meine Garagentorbeleuchtung. Natürlich habe ich für dieses Projekt auch wieder eine Platine designt und wie sollte es anders sein? Die Platine kommt natürlich wie immer von PCBWay. An der Stelle wie immer vielen, vielen Dank dafür und für euren Support. Und ich würde sagen, hier schauen wir jetzt direkt erstmal rein. Wir haben wie immer einen PCBWay Kugelschreiber. Dann gab es nochmal ein paar Sticker. Und das Wichtigste, die Platine. So sieht sie aus. Ich packe sie direkt mal eben aus. Hier seht ihr jetzt also die Platine.
Wie ihr seht, so viel ist da eigentlich gar nicht drauf. Wir haben in der Mitte den D1 Mini, da drüber einen Kondensator, hier den Stromeingang, hier den Anschluss für die LEDs, hier unten noch einen Level-Shifter, damit die LEDs auch ein sauberes Datensignal erhalten. Hier noch ein paar weitere Anschlüsse für die Sensoren und das Relais. Und das war es eigentlich auch schon. Denn das meiste spielt sich wie immer in der Software ab. Ich würde sagen, ich bestücke jetzt mal direkt eben die Platine und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, wenn ihr also mal für euer eigenes Projekt eine Platine braucht, schaut auf jeden Fall bei PCBWay vorbei. Den Bestellprozess und was ihr sonst noch alles auf der Homepage von denen findet, habe ich euch hier oben mal in einem Video zusammengefasst. Link dazu also in der Infobox. Solltet ihr noch nicht wissen, wie man eine Platine selber herstellt, wie man die designt, können wir euch auch dabei helfen. Denn Jürgen hat uns letztes Jahr ja ein KiCad-Tutorial erstellt. Auch das verlinke ich oben in der Infobox. Darin erklärt er wirklich absolut anfängerfreundlich, von Beginn an mit der Installation von KiCad bis zur Bestellung der fertigen Platine, alles Schritt für Schritt, so dass es wirklich jeder verstehen und nachvollziehen kann, wie ihr zu eurer eigenen fertigen Platine kommt. Schaut einfach mal rein, ist auf jeden Fall ein Blick wert. Und wie gesagt, wenn ihr eine Platine bestellen wollt, schaut bei PCBWay vorbei. $5 für bis zu 10 Platinen gehen als Prototyp durch, kann man absolut nicht meckern. Alle weiteren Informationen, wie gesagt, oben in der Infobox und wir machen jetzt weiter mit dem Video. So, das Löten ist fertig und die Platine sieht jetzt erst einmal so aus. Ich bin soweit auch erstmal ganz zufrieden. Was ich ebenfalls schon vorbereitet habe, ist, wir haben jetzt hier einen JST-Stecker am Relais und ebenso auch einen jeweils an den Read-Kontakten. Ich würde sagen, ich designe jetzt mal eben schnell noch das Gehäuse für die Platine, damit wir das Ganze gleich auch bequem am Garagentor montieren können. Und dann kümmern wir uns noch darum, dass die Software direkt auf den D1 Mini kommt und dann gehen wir raus und montieren das Ganze. Schauen wir uns also zuerst einmal an, wie wir jetzt die Software auf unseren D1 Mini bekommen. Wir wechseln jetzt mal hier im Home Assistant ins ESP Home und da seht ihr schon, habe ich schon das Programm für das Garagentor vorbereitet. Ich gehe jetzt hier einfach mal auf Edit und dann seht ihr hier ganz normal wie immer erstmal den Namen, Plattform und Board, dann eure WLAN-Konfiguration, API und OTA-Passwort. Und dann kann man hier als allererstes einmal drei Werte einstellen. Als ersten Wert haben wir hier die Animationsbreite. Das ist die Anzahl an LEDs, wie breit der Balken der laufenden LEDs sein soll. Was genau das heißt, seht ihr nachher auch nochmal in der Animation. Dann können wir hier die Verzögerung zwischen den einzelnen Schritten in der Animation einstellen. Diese steht jetzt hier bei mir aktuell erstmal auf 14 Millisekunden. Heißt, zwischen jeder Aktualisierung der LEDs wartet er 14 Millisekunden und erst dann geht er in den nächsten Schritt über. Wenn euch die Animation zu langsam ist, könnt ihr diese Zahl verringern. Möchtet ihr die Animation langsamer laufen haben, macht ihr diese Zahl hier einfach etwas größer. Als dritten und letzten Wert können wir jetzt hier noch angeben, wie lange die Spots nach der Animation anbleiben sollen. Hier im Standardfall steht dieser Wert erst einmal auf 120 Sekunden, also 2 Minuten bleiben die LEDs noch an und schalten anschließend automatisch ab. Nach der Konfiguration folgen hier jetzt noch zwei globale Variablen. Diese bitte nicht ändern, die werden einfach von den Skripts benötigt. Damit kommen wir auch direkt zu den Skripts. Und zwar haben wir hier ein Skript für Tor öffnen, eins, wenn das Tor geöffnet wurde, eins fürs Tor schließen und eins dafür, wenn das Tor geschlossen wurde. Das sind so unsere vier Einstiegspunkte. Ich gehe jetzt hier nicht alles Schritt für Schritt im Detail durch. Aber damit ihr einen groben Überblick bekommt, hier gibt es noch zwei Skripte, die dafür sorgen, dass wenn ein neues Skript gestartet wird, auf jeden Fall die anderen Skripte vorher beendet werden, damit die sich nicht in die Quere kommen können.
Und hier kommen wir noch zu unserer Hardware-Konfiguration. Falls ihr gegebenenfalls andere Pins verwenden möchtet, dann könnt ihr das hier anpassen. Hier haben wir erstmal ein Switch-Objekt. Das steht für das Relais, welches das Signal an den Motor übermittelt, also was unseren Tastendruck simuliert. Das hängt am D7. Und hier wird mit OnTurnOn dafür gesorgt, dass, wenn dieses Relais eingeschaltet wird, es auf jeden Fall nach einer Sekunde automatisch auch wieder abschaltet. Als nächstes haben wir hier noch Binary-Sensoren für unsere beiden Read-Kontakte. Einmal Tor offen, einmal Tor zu. Diese Binary-Sensoren sorgen über OnPress und OnRelease dafür, dass die entsprechenden Skripte ausgeführt werden und unter anderem auch dafür, dass unser Textsensor, zu dem kommen wir gleich, seinen Wert aktualisiert. Dann haben wir hier noch einen Binary-Sensor für unseren Taster. Bei diesem Binary-Sensor wird über OnPress und OnRelease dafür gesorgt, dass das Carport-Relais geschaltet wird. Also eben das Signal an den Motor gegeben wird, um entsprechend das Tor zu öffnen oder zu schließen. Hier seht ihr jetzt den Textsensor. Dabei handelt es sich einfach um einen Sensor, der in Textform den aktuellen Zustand des Garagentors wiedergibt. Dieser orientiert sich an den Binary-Sensoren unserer beiden Read-Kontakte. Anhand derer kann er feststellen, ist das Tor geöffnet, ist das Tor geschlossen oder ist es irgendwo dazwischen, also in Bewegung. Und zu guter Letzt haben wir natürlich auch noch unsere Light-Komponente. Dabei handelt es sich natürlich um unsere LED-Stripe. Diese hängt an D2. Es handelt sich bei mir um WS2812B. Ich habe bei mir 152 LEDs verbaut. Diese Zahl hier ist ganz wichtig, also NUM-LEDs. Das müsst ihr auf jeden Fall an die Anzahl eurer verwendeten LEDs anpassen. Ist dieser Wert zum Beispiel zu klein, sagen wir mal, ihr habt 100 LEDs angeschlossen, aber hier steht eine 50, dann würden auch nur 50 LEDs verwendet. Insofern, diese Zahl, die muss euren LED-Anzahlen entsprechen. So, und jetzt kommen wir abschließend noch zu unseren Effekten unserer LEDs. Einmal hier ein Standard-Rainbow-Effekt, den man von Hand aktivieren kann, wenn man das denn möchte. Ansonsten kann man den auch einfach rausschmeißen. Und darunter folgen jetzt die LED-Animationen für unser Garagentor. Diese habe ich in Lambda geschrieben und dabei handelt es sich einmal um die Animation Tor in Bewegung. Also das ist in dem Moment, wo das Tor geöffnet oder geschlossen wird. Dann wird erstmal die Animation Tor in Bewegung gestartet. Die läuft dann so lange, bis das Tor am anderen Ende ankommt, also einer der beiden Sensoren wieder geschlossen wird. Dann geht die Animation über in die Animation Tor fertig. Und nachdem die Animation fertig durchgelaufen ist, werden dann mit dem Effekt Activate Spots unsere zwei LED-Spots aktiviert, welche dann nach der oben eingestellten Zeit einfach abgeschaltet werden. Ja, so viel zu dem Programm, welches wir auf unseren D1 Mini flashen wollen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Ich klicke hier unten jetzt einfach mal auf Install. Ich habe jetzt also den D1 Mini am USB-Anschluss meines Home Assistant Servers angeschlossen. Also wähle ich hier Plug into the Computer Running ESP Home Dashboard und hier drunter sehen wir auch nochmal für alle Geräte, welche via USB an den Server angeschlossen sind. Wähle jetzt hier die USB-Schnittstelle aus und dann kompiliert er jetzt das Programm einmal neu und flasht es auf den D1 Mini. Ja, und wie wir sehen, das Flashen war erfolgreich, also können wir den Dialog hier schließen und jetzt sehen wir auch, unser Gerät ist online. Aber das wäre ja die Variante mit Home Assistant. Ich hatte aber ja angekündigt, dass dieses Projekt auch ohne Home Assistant lauffähig ist. Für alle, die kein Home Assistant im Einsatz haben, das Projekt aber trotzdem nachbauen möchten, hier noch einmal kurz der Hinweis. Ich stelle in der Videobeschreibung ebenfalls eine Binary-Datei zur Verfügung, die ihr einfach auf euren D1 Mini draufflashen könnt. Dieser würde dann halt nicht in ein WLAN verbinden, sondern einfach eigenständig arbeiten. Damit ihr dann die Binary auf euren D1 Mini flashen könnt, gibt es hier zum Beispiel das Projekt ESP Home Flasher. Wenn ihr hier auf der rechten Seite auf Releases geht, dann findet ihr hier die zur Verfügung stehenden Downloads, wählt die entsprechend für euch passende Version aus, startet einfach das Programm.
Nachdem das Programm gestartet ist, wählt ihr dann hier oben den USB-Anschluss aus, an dem euer D1 Mini angeschlossen ist. Also der D1 Mini wird dann an euren PC direkt angeschlossen per USB. Bei Firmware wählt ihr hier über den Browse-Button die BIN-Datei aus, welche ihr flashen möchtet, und sagt anschließend nur noch Flash ESP. Dadurch lädt dieses Programm dann die Binary-Datei auf den D1 Mini und eure Garagentorsteuerung ist danach sofort einsatzbereit. Das heißt, die Geschwindigkeit oder auch die Breite der LED-Spots könnt ihr an dieser Variante nicht verändern. Binden wir jetzt aber mal eben noch unser Garagentor ins Home Assistant ein. Und zwar schauen wir nochmal eben kurz in die Logs. Ich wähle jetzt hier nochmal einfach über WLAN verbinden. Und wenn wir jetzt hier hochscrollen, dann sehen wir die IP-Adresse von unserem Gerät. Die kopiere ich mir jetzt einfach mal, gehe auf Einstellungen, Integrationen und sage Integration hinzufügen. Wähle hier ESP Home und bei Host trage ich die IP-Adresse unseres Gerätes ein. Wir sagen Absenden, hier muss ich noch mein Passwort eingeben. Als Bereich wähle ich jetzt einfach mal draußen aus und sage Fertig. So, und jetzt sehen wir hier unser Garagentor mit 6 Entitäten, und zwar den LEDs, dem Tor, den beiden Sensoren für Tor geöffnet und Tor geschlossen, dem Sensor für den Taster und unser Textstatus. Binden wir diese 6 Geräte mal eben schnell noch in der Oberfläche ein, dazu gehe ich auf die Übersicht, in meinen Reiter Test, wechsle in den Bearbeiten-Modus und füge mal eine Elementekarte hinzu. Die nenne ich jetzt einfach mal Garagentor. Die Standardelemente, die er mir vorschlägt, schmeiße ich hier raus und suche jetzt mal nach Carport. Ich hatte die Carport genannt in dem Fall. Und da sehen wir auch schon die 6 Geräte. Als erstes nehmen wir mal unsere LEDs. Als nächstes unseren Textsensor. Danach den Status offen, den Status geschlossen, unseren Taster und zu guter Letzt unser Relais. Ja, wobei das Relais schieben wir vielleicht mal noch nach oben, denn das ist ja unser Button, über den wir nachher das Garagentor auch schalten können. Wir speichern das Ganze und unsere Oberfläche ist fertig. So, damit ist die Vorbereitung auf der Softwareseite auch abgeschlossen und ich würde sagen, wir wechseln direkt nach draußen und montieren das Ganze. So, wir sind jetzt hier draußen bei mir am Carport. Hier oben soll die LED-Stripe nachher dran. Wie ihr seht, Werkzeug und so habe ich mir ja auch schon bereitgestellt. Hier liegen auch schon die Kanäle, wo die LEDs rein sollen. Und ich würde sagen, da wir 2 Stück brauchen, ich das zweite Stück zuschneiden muss, fangen wir damit mal an und montieren jetzt erstmal das Ganze. Und dann kümmern wir uns um die Elektrik. So, der Kanal für die LED-Stripe hängt. Ich habe hier oben in der Ecke auch direkt ein Loch gebohrt, wo wir das Kabel für die LED-Stripe nachher durchführen können. Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir müssen hier dieses Gehäuse hier oben auf der Innenseite einmal montieren und dann entsprechend die Platine einbauen, Kabel anschließen und ich habe mir am 3D-Drucker noch diese 2 Halter vorbereitet. Damit können wir nachher hier am Tor bzw. an der Wand die Sensoren befestigen, über die wir dann feststellen können, ist das Tor geöffnet oder ist das Tor geschlossen. Ja, und ich würde sagen, das montiere ich jetzt direkt mal eben noch und dann können wir loslegen mit dem ersten Test. Ja, hier seht ihr jetzt meinen ersten Sensor und zwar handelt es sich hierbei um den Sensor, der signalisiert, dass das Tor geöffnet ist. Hier seht ihr das Kabel, also die Seite, die an der Wand montiert ist. Da geht das Kabel zur Platine und am Tor habe ich jetzt einfach nur den Magneten montiert. Und sobald der Magnet jetzt hier an den Sensor anfährt, in dem Moment gibt dieser Sensor uns das Signal, dass das Tor geöffnet ist und darauf können wir eben entsprechend nachher reagieren. Machen wir das gleiche noch für den Sensor, dass das Tor geschlossen ist. So,
So, der zweite Sensor ist auch montiert. Dieser Sensor also als Signal dafür, dass unser Tor geschlossen ist. Und ich würde sagen, wir schauen uns das mal eben an, wie gut das passt. Und ihr seht auch hier ein wirklich kleines Spaltmaß. Ich denke, damit können wir arbeiten. Das Signal müsste sauber ankommen. Also Platine ins Gehäuse und mal eben alles anschließen. So, die Platine befindet sich jetzt oben im Gehäuse und ich habe jetzt hier noch ein paar Kabel, zwei Zuleitungen für die Sensoren und eine Leitung für das Relais. Vom Relais gehen wir dann zu dem Motor, damit das Relais eben das Schaltsignal für den Motor liefern kann. Die Kabel verlege ich noch eben und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier seht ihr jetzt die fertig montierte Platine. Hier oben hängt der Taster dran. An dem zweiten Anschluss das Relais und darunter die beiden Anschlüsse, die sind für unsere beiden Torsensoren. Und wenn ich jetzt auf den Taster drücke, dann seht ihr vielleicht das Relais schalten, hört es eventuell klicken und wie ihr seht, das Tor fährt rauf. So, wie ihr seht, die Platine funktioniert soweit, aber es ging uns ja eigentlich um die LEDs. Die fehlen jetzt noch, die müssen noch da oben in den Kanal rein. Das mache ich jetzt noch eben und dann kommen wir endlich zum Abschlusstest. So, und wie ihr seht, das Tor funktioniert, die LEDs funktionieren. Hier seht ihr die Animation dafür, dass das Tor in Bewegung ist. Das Tor ist jetzt offen, insofern sollte sich die LED-Leiste jetzt komplett in Rot füllen. Tut sie auch, wechselt jetzt drüber in Grün und anschließend erscheinen oben zwei LED-Spots in Weiß, die eben noch die Einfahrt hier beleuchten sollen, damit man eben das Grundstück hier auch sicher verlassen kann im Dunkeln. Da kommen auch die Spots schon reingefahren. Und diese schalten sich nach einer einstellbaren Zeit von alleine auch wieder aus. Ich habe jetzt für das Video hier mal 20 Sekunden ausgewählt. Die müssten also jetzt gleich abschalten. Wie ihr gesehen habt, ich habe das Garagentor mit meinem Smartphone geöffnet. Oben über den Schalter. LEDs sind jetzt auch aus. Was natürlich weiterhin funktioniert, ist auch der Tastendruck für den Taster. Seht ihr dann auch hier in der App angezeigt, dass der Taster gedrückt wurde. Und natürlich, die Animation bleibt die gleiche. Wir haben hier wieder die laufenden roten LED-Balken. Die Breite davon könnt ihr ebenfalls noch im Programm einstellen. So, das Tor ist geschlossen. Jetzt füllt sich die Leiste wieder in einem vollständigen Rot, wechselt ins Grün und bringt die LED-Spots danach wieder zum Vorschein. Was man jetzt noch erwähnen kann, wir haben hier natürlich weiterhin die Möglichkeit, wir können zum Beispiel, wenn wir jetzt hier die Animation abschalten, auch einfach die Farbe der LED-Stripe bestimmen. Zum Beispiel blau oder pink oder grün oder was auch immer ihr möchtet. Ihr könnt natürlich auch jeden beliebigen vorhandenen Effekt hier aktivieren. Jetzt hat er sich automatisch abgeschaltet. So, hier seht ihr noch den Regenbogeneffekt. Nur mal so als Beispiel. Also alle Effekte, die die Fastnet Library bietet, könnt ihr hier natürlich umsetzen. Ja, so viel zum Thema smarte Garagentorsteuerung in Home Assistant oder auch als Standalone-Variante. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und ihr konntet mir bis hierhin folgen. Wenn ihr doch noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir wie immer gerne unten in den Kommentaren oder kommt gerne auch direkt bei uns auf dem Discord vorbei. Link blende ich hier ein, findet ihr sonst auch nochmal oben in der Infobox. Auf unserem Discord werden täglich viele interessante Themen rund um das Thema Home Assistant, Arduino, Raspberry Pi, 3D-Druck und diskutiert. Wenn euch also diese Themen interessieren, schaut gerne mal vorbei. Würde mich freuen, den einen oder anderen von euch dort begrüßen zu können. Aber bevor ich jetzt das Video beende, möchte ich mich noch bei zweien von euch ganz besonders bedanken. Zwei Carstens. Und zwar einmal beim Carsten Thiemann für dieses wunderschöne Logo aus Holz gefräst. Vielen Dank dafür. Wird auf jeden Fall noch einen schönen Platz bei mir in der Wohnung finden. Ich muss das Ganze noch irgendwie von hinten beleuchten. Bietet sich ja wunderbar an. Das wird auf jeden Fall aufgehangen. Vielen, vielen Dank dafür. Und dann gibt es direkt noch zwei Logos vom anderen Carsten. Und zwar Carsten Jones. Einmal hier diese Variante mit dem vollständigen Schriftzug. Und einmal nur das Logo in groß. Wird sicher auch noch einen Ehrenplatz hier in der Wohnung bekommen. Ich muss mal schauen, wo ich das Ganze unterbringe.
Aber super. Vielen, vielen Dank. Ja, aber das soll es jetzt erstmal von diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Falls noch nicht geschehen, abonniert gerne den Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Verabschiede mich hiermit und sag einfach bis zum nächsten Video. Ciao!